Ja, moin und herzlich willkommen aus diesem komischen Bunker in der Nähe von Achim. Eventuell sogar noch in Achim, das weiß ich gar nicht genau. Ich bin jetzt schon ungefähr 3 Kilometer gelaufen vom Bahnhof Achim hierher. Wenn wir eben rausgehen, das ist so eine. Ziemlich wüste Landschaft hier. Hier wächst überall Heide. Weiter hinten sind auch irgendwo Schafe gewesen. Es ist mein erstes Video, was ich aufnehme für YouTube und wird eine Wanderung von Achim bis nach Bremen-Nord. Das sind ungefähr 35 Kilometer. Ja, dann nehme ich euch jetzt mit. So, und hier seht ihr dann nochmal diese Heidelandschaft. Wie gesagt, da hinten irgendwo sind auch ein paar Schafe. Vielleicht kriege ich die gleich nochmal zu sehen. Ich werde gleich mal einen Bogen rumlaufen. Und mitten auf dieser Fläche steht dann dieser Bunker. Nichts Besonderes, einfach nur so ein Betonklotz. Ja, und da drinnen scheint wohl mal jemand übernachtet zu haben. Auch Feuer gemacht und wollte sich wohl Kartoffeln kochen. Keine Ahnung. Ja, was das für ein Ding hier mal war, weiß ich gar nicht genau. Ich habe auch noch überhaupt nicht recherchiert. Ich kenne das Teil nur von früher. Ich war hier mal beim Spazierengehen, habe ich das mal irgendwann entdeckt. Ja, eigentlich sehr unspektakulär. Überall leider Müll. Und ein paar Löcher an der Decke. Ja. Vor etwa einem Jahr bin ich da auch mal hochgeklettert. Das werde ich jetzt aber heute nicht tun. Das war nämlich ziemlich mühsam, mühselig. Da musste man hier über diese Bäume hier sich irgendwie hochhangeln. Und dann ist man da oben und kommt nicht mehr runter. Oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall werde ich von hier aus jetzt offiziell meine Tour starten. Wie gesagt, 3 Kilometer habe ich ungefähr vom Bahnhof hier aus schon hierher gemacht. Und ja, ich werde jetzt noch eben was trinken und dann laufe ich los. Halt alles Heide und sieht ja sehr trocken aus und dann dieser große See. So groß ist er glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Ich werde da gleich drum herum laufen. Wie ich ja schon sagte, laufe ich nach Bremen-Nord von hier aus. Eine genaue Tour oder Route habe ich mir noch gar nicht rausgesucht. Ich laufe einfach irgendwie Richtung Bremen erstmal und dann schaue ich, ob ich um Bremen herumlaufe oder eventuell auch an der Weser. Und in Bremen-Nord dann mit der Fähre rüberfahre. Das schauen wir dann. Jetzt geht's erstmal den Berg hoch. Gucken wir mal, was auf diesem Schild steht. So, da haben wir es. Ja, hier sind wir jetzt. Ach so, das ist der Teil vom See. Dann wird er ja doch noch recht groß. Und hier ist irgendwo dieser Bunker. Hier ist der Friedhof. Und hier bin ich früher immer mit dem Hund. Dann hier so durch. Genau, und hier war ich noch gar nicht. In die Richtung müssen wir. Das heißt, ich laufe jetzt gleich hier um den See so ein bisschen rum. Und dann Bremen ist hier in die Richtung, hier oben irgendwo. Wird das mal eben durchgelesen. Hier wurde Sand abgebaut. Dadurch ist dann dieser See entstanden. Und ja, alles schon relativ alt. Von diesem Bunker steht überhaupt nichts dort. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Aber ja, da kann ich im Internet noch mal schauen. Vielleicht finde ich da noch mal ein paar Infos.
warum dort jetzt so ein Bunker ist oder was das mal genau war damals oder beziehungsweise wofür es genutzt wurde. Ja, jetzt bin ich hier wieder am See. Da hinter mir oben ist dieses Schild. Und ja, gehen wir mal eben ans Wasser ran. Ich nehme mal an, da hinten sieht man noch, dass der noch einiges größer wird. Und ja, hier wird glaube ich auch immer gebadet. Da ist echt viel Strandbereiche. Naja gut, ist ja auch Sandabbau gewesen. Und das Wasser sieht auch sehr klar aus. Für so einen Sandsee, die sind ja relativ milchig, sage ich oft, ist der hier auch, aber sieht ganz gut aus. Also ich muss echt sagen, es gefällt mir richtig gut hier an dem See. Von da hinten habe ich eben als erstes Mal gefilmt und hier ist jetzt so eine Landzunge, auf der ich gerade stehe. Da geht der See halt hier einmal rum und dann da noch weiter. Das ist das größere Stück, was wir auf der Karte eben schon gesehen haben. Ist richtig schön hier. Hier weiß ich gar nicht, ob man das auf dem Video sieht. Hier ist ja noch das ganze Stück so eine Sandbank. Und die geht halt hier vorne, genau in der Kante, wo sich die Bäume spiegeln, geht die Sandbank da noch rein. Und dann ist da vorne auf der Höhe nochmal so eine richtig große Sandbank. Ich denke mal, man kann bis dorthin laufen. So, ein Stück weiter nach dem See ist hier wieder eine richtige Heidelandschaft und überall sind diese, weiß ich nicht, Kaninchen, Baume, Bauten, der hier zum Beispiel geht richtig tief rein und relativ weit nach unten, ich kann da gar nicht wirklich reingucken. Berger Mühle. Ja, ich bin jetzt schon ganz durch Mahndorf durch. Hab zwischendurch nicht gefilmt, weil ich bin die ganze Zeit nur Landstraße bzw. Hauptstraße gelaufen. Noch nicht mal Landstraße. Und da ist die Autobahn, die A1. Da fahren die ganzen LKWs. Da ist nur laut gewesen und unruhig. Ja, jetzt bin ich an der Aberger Mühle hier in Bremen. Und ja, die wollte ich mal kurz aufnehmen. Jetzt laufe ich noch ein Stück weiter und dann geht es auch ein bisschen ab von der Hauptstraße. Da werde ich dann auch wieder ein bisschen mehr filmen. So, ich bin jetzt auf dem Weserwehr. Da hinten habe ich noch eine kleine Pause gemacht. Ja, jetzt geht es weiter über das Weserwehr rüber. Und auf der anderen Weserseite dann weiter zum Bremen-Nord.
Ja, so wieder ein ganzes Stück weiter auf Höhe des Weserstadions hier hinter mir. Wollte ich euch noch mal erzählen, für die auch den Kanal von Natururin oder Outdoor mit Sebastian schauen, werde ich genauso wie die beiden die 24-Stunden-Challenge gemacht haben. Für mich meine eigene 24-Stunden-Challenge machen. Das heißt, ich werde innerhalb von 24 Stunden versuchen, so viele Kilometer es geht zu Fuß zurückzulegen. Ja, ich will die halt machen, einfach um zu sehen, wie viele Kilometer ich wirklich schaffe und einmal um an meine Grenzen zu gehen und auch über meine Grenzen hinaus zu gehen. Einfach nur um zu schauen, wirklich, was schaffe ich wirklich. Das wird auch wahrscheinlich schon das nächste Video auf meinem Kanal. Ich habe vor, die Challenge wohl am kommenden Wochenende zu machen. Das heißt, wenn dieses Video rauskommt, werde ich wohl gerade unterwegs sein. So, wieder ein ganzes Stück später befinde ich mich jetzt unter der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Laut Komoot bei Kilometer 24. Mir auch schon ein bisschen überlegt, wie ich jetzt weiterlaufen werde. Und zwar werde ich hier noch an der Weser bleiben und dort hinten dann die zweite Brücke wieder rübergehen. Und dann weiter an der Weser, nur auf der anderen Seite, soweit ich komme. Das wäre dann bis ungefähr, ja, Kellogg's. Seht ihr gleich, da werde ich noch ein Video von machen. Und dort aus dann weiter auf die andere Seite. Die Alexander von Humboldt an der Bremer Schlachte. Da rechts der Dom. Und da haben wir dann wieder die Wilhelm-Kaisen-Brücke. Bremer Neustadt und der Innenstadt bin ich jetzt auch schon vorbei. Kleines Stück weiter, auf der Höhe von Bex, seht ihr gleich. Nehme ich mal um. Hier rechts, da hinter mir ist das Bex-Werk, wo das Bier hergestellt wird. Und die Brücke hinter mir jetzt, sieht man sie da. Das ist die letzte Brücke in Richtung Bremen-Nord, die wir haben hier in Bremen. Die werde ich also nehmen und dann geht es auf der anderen Weserseite. Das ist dann nochmal AB InBev, die Brauerei, wo unter anderem auch Becks gebraut wird, aber größtenteils sage ich mal Becks gebraut wird. Genau an der Weser. Und dort dann die Stefani-Brücke, wie gesagt, die letzte Brücke hier in Bremen auf der Seite. Vor Bremen Nord, was dann halt noch viel weiter dort hinten liegt. Ja. Dann geht es jetzt weiter über die Brücke rüber, dann auf der anderen Weserseite weiter in Richtung Bremen Nord.
So, die Sonne ist untergegangen. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich bin hier am Hafen zwischen Gröpelingen bzw. dem Gröpelinger Depot und Stahlwerke. Hier gerade bei Louis Krag ist vorbei. Da hat es vor, oh, wann war denn das? Vor 2 oder 3 Monaten ziemlich stark gebrannt. Meine Route geht voraussichtlich erstmal bis zu den Stahlwerken weiter, dann geht es etwas weiter in die Stadt rein. Dort werde ich dann bis Bahnhof Burg laufen, beziehungsweise kurz davor. Und dann geht es an der Lesum weiter, bis zum Sperrwerk in Grohn, von dort aus nach Fegesack. Und dann bin ich auch schon fast zu Hause. So, ich hoffe, man kann mich sehen. Sehr dunkel hier. Bleib mal stehen, sonst laufe ich hier noch den Deich runter oder sowas. Von den Stahlwerken bis nach Bahnhof Burg hier, beziehungsweise bis nach Burg, habe ich jetzt nicht gefilmt. Das war nicht so interessant, das war wieder nur Hauptstraße. Jetzt bin ich inzwischen an der Lesum angekommen. Weiß nicht, aber da im Hintergrund sieht man die Burgerbrücke. Hier werde ich jetzt weiterlaufen bis zum Sperrwerk in Grohn, dort die Seite wechseln und dann bin ich fast schon in Fegesack. Ich muss mal gucken wegen dem Licht, ob ich zwischendurch noch ein bisschen filmen kann oder nicht. Probiere ich einfach gleich mal aus. Nochmal ein kleines Update, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar seit die Sonne untergegangen ist. Bis dahin war noch relativ gutes Wetter und blauer Himmel. Ein paar kleine Wolken und so weiter. Das war's. Ja, und jetzt fängt es an zu regnen. Bisher ist es nur so ein ganz leichter Niesel, aber ja, ich hoffe mal nicht, dass das noch schlimmer wird, weil Regensachen oder so habe ich jetzt nicht dabei. Oh, und ich laufe den Deich runter. Ich sehe nämlich überhaupt nicht, wo ich hinlaufe mit dem Licht hier. Gut, wir sehen uns am Sperrwerk. Bei Kilometer 42 bin ich am Sperrwerk angekommen. Jetzt geht es rüber auf die andere Seite der Lesum. Und dann ja, noch links dahinter. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was sieht. Ist alles zu dunkel. Gar keine Lichter. Dort ist dann auch schon viel gesagt. Ja, da werde ich mich dann direkt nochmal wieder melden. So, in Fegesack angekommen. Ich sitze jetzt hier am Hafen. 45 Kilometer zeigt Komoot an. Ich habe jetzt noch 2 Kilometer ungefähr bis nach Hause. Werde aber hier jetzt das Video beenden. Ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like für das Video freuen. Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, bleibt dran. Es kommen noch mehr Videos, wie angepriesen schon als nächstes, wenn nichts dazwischen kommt, diese 24-Stunden-Challenge. Ja. Wie gesagt, Abo und Like wäre schön, würde mich echt freuen. Und bis dahin, auf Wiedersehen.